Zwei besondere Ereignisse stehen in Kürze in Finsterwalde auf dem Programm. Vom 17. bis 26. Juni feiert die Stadt ihr 60-jähriges Bestehen der Städtepartnerschaft mit Montaterre in Frankreich. Außerdem soll am 25. und 26. Juni das Jubiläum 150 Jahre Feuerwerk groß gefeiert werden. Das traditionsreiche Finsterwalder Brauhaus wird dazu wieder ein spezielles Festbier anbieten. Gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehr und der Stadt ging es zunächst um die Geschmacksbindung. Braumeister und Küchenchef Frank Banzner unternahm dazu auch einen kleinen Exkurs in die Welt der Biere. Festbiere sind traditionell, sage ich mal, entstanden aus der Zeit, wo man früher noch keine Kältemaschinen hatte. Ja, man hat also im Winter das Bier gebraut bis in den März hinein und dann wurde es zu warm. Dann hat man im März das sogenannte Märzen eingebraut, also vom Monat März abgeleitet. Das wurde etwas stärker eingebraut, damit es sich über den Sommer, sage ich mal, damit es auf natürliche Weise konserviert wurde. Der Alkohol hat ja eine konservierende Wirkung. Und dann ist dieses Bier am Ende des Sommers, wenn noch etwas übrig war, da hat man dann das Erntedankfest gefeiert und dann wurde dieses Bier als Festbier ausgeschenkt. Also ist dieses Oktoberfestbier oder Märzen vom Biertyp her identisch. Ja, und das sind halt, wie gesagt, so Bier mit 13-14% Stammwürze. Da kann man auch ein Fest gut mit feiern. Da kann man auch nach dem dritten, vierten Bier noch geradeaus gucken. Die Festwoche selbst wartet dann mit zahlreichen Veranstaltungen auf. Von einem deutsch-französischen Konzert auf dem Marktplatz über sportliche Aktivitäten bis hin zu einer großen Festsitzung. Einen ersten Biertest kann man gleich an den ersten beiden Tagen der Festwoche machen, denn dann findet auf dem Marktplatz ein Brandenburger Brauereitreffen statt.